Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo den ganzen Abonnenten und Zuschauern unseres Schuhwidu YouTube-Kanals. Diesmal habe ich wieder ein spannendes Thema und zwar Barfußschuhe im Winter. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen und dann sehen wir uns sozusagen gleich wieder. Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle, die uns da draußen wieder heute zuschauen. Wie ich schon anfangs sagte, wir wollen uns dem Thema Barfußschuhe im Winter, aber ja, doch, wollen wir uns wieder widmen. Und diesmal habe ich mir ausgedacht, warum immer nur die kleinen niedlichen Schuhe zeigen? Weil wir haben es ja auch in der letzten Zeit vermehrt feststellen können. Es gab immer wieder Anfragen, bis zu welcher Größe wir in unserem Geschäft zum Beispiel Barfußschuhe führen. Weil die normale Vorstellung ist ja immer, der Kinderfuß hört bei Größe 35 auf. Dem ist natürlich nicht so. Und damit also die Liebhaber der Barfußschuhe auch in der Übergangszeit und in der kühleren, kalten Winterzeit gut beschuht durch diese kalten Tage kommen, haben wir uns natürlich auch da in größere Größengänge jetzt hineingearbeitet. So möchte ich praktisch nur mal zeigen, gerade hier von unserem Liebling Frodo, haben wir zum Beispiel Modelle für Jungs und Mädchen bis zur Größe 38 vorrätig. Wie man hier schon sieht, eine wunderschöne Fütterung aus schönem Wollfutter. Textmembran versteht sich hier natürlich von selbst. Und auch der Frodo hat zum Beispiel die Sohle für den Winter wintertauglicher gemacht. Das heißt also, hier wurde ein leichtes, ganz, ganz leichtes Profil mit eingearbeitet, damit ein sogenannter Grip bei nassen und rutschigen Temperaturen oder Umständen sozusagen erreicht wird und natürlich die ganze Flexibilität der Sohle trotzdem erhalten bleibt. Also ihr seht, das ist wieder ein wunderbar weiches Modell. Und demzufolge, wie gesagt, bei uns bis Größe 38 momentan. Wir wissen, dass wir auch die größeren Größen demnächst immer noch ein bisschen, wie soll man sagen, ausbauen werden. Und das zeigt sich zum Beispiel daran, dass wir zum Beispiel auch von Be Lifestyle auch da Übergangs- und richtige Wintermodelle anzubieten haben. Auch hier geht es schon bis zur Größe 38, 39. Und hier sieht man auch schon mal, der B-Lifestyle ist ein bisschen anders gearbeitet, hat zum Beispiel ein bisschen mehr Spannhöhe zu bieten. Und auch hier wurde die Sohle, ich sag mal, witterungstechnisch angepasst, mit Grip versehen, mit Profil versehen, um trotzdem den kalten Jahreszeiten gut entgegenzustehen. So, auch hier wieder, ich demonstriere es nochmal, haben wir eine tolle, flexible Sohle. Keine Fersenkappe, also alles ist ganz weich verarbeitet, die typische Nullsohle. Und wir haben hier zum einmal diese leichte Vliesfütterung mit Zip, Wollfilz, nicht Vlies, Wollfilz, Entschuldigung, ich muss mich berichtigen. Und hier haben wir natürlich auch wieder ein typisches im Barfußbereich angewendetes Wollmischfutter. Das heißt also, wir haben 70% Wolle dran und der Rest ist Polyester. Was man ja braucht, damit also sozusagen die Feuchtigkeit dann schneller aus der Wolle rausgeht. Ansonsten speichert sie es einfach zu doll. Und die Krönung muss ich natürlich sagen, also für die, die es immer noch ein bisschen fetziger und größer brauchen, haben wir zum Beispiel Modelle von Girl bis zur Größe 41. So, auch hier sieht man wieder mal schöne überarbeitete Sohle. Wintertauglich gemacht, aber immer noch mit der super weichen Ausführung. Ich drehe es mal hier rum. Also man kann den richtig verdrehen wie so einen leeren Autoreifen. Ja. Auch wieder eine Wollmischfütterung, auch wieder 50 bis 70% Wolle drinne. Das soll ja immer für diese natürliche Wärme mit sorgen. Zudem bieten die meisten dann auch immer eine herausnehmbare, schöne, dicke Filzsohle mit an, wo man auch noch mal sieht, eine schöne anatomische Ausführung. Und selbst hier für die großen Mädels hätten wir noch ein wunderschönes Modell für die leichten kühlen Tage oder für den Übergang schlechthin. Das war bei uns der Renner. Haben wir momentan auch nur noch in zwei Größen da, Größe 37 und 41. Aber sag doch mal, ne? Ist der nicht schön? Und da muss ich natürlich auch mal sagen, wer als Mama einen schlanken Fuß hat oder einen schlankeren Fuß und da auch mal bei uns schnarchen möchte, kommt man hier auf jeden Fall günstiger weg, weil ich sag mal, dieses Modell
Im Erwachsenenbereich kostet zwischen 190 und 260 Euro. Da bezahlen Sie bei uns praktisch fast nur die Hälfte. Sollte man sich überlegen. Wie ihr seht, also der Winter hat auch viel zu bieten für die Freunde der Barfußschuhe. Und das ist jetzt mal nur ein kleiner Teil, weil ich habe jetzt nur mal die Modelle, die wirklich herausgesucht, die wir jetzt hier ab Größe 36 führen. Auch da ist die Nachfrage in den letzten Tagen sehr, sehr groß gewesen. Das heißt also auch hier, zeitiges Kommen sichert gute Plätze. Und ich sag mal, so wie wir, werden das wahrscheinlich auch viele andere Kinderschuhgeschäfte in Deutschland sozusagen mit ausbauen und anbieten. Weil wir haben uns gesagt, bitte nicht nur die Kleinen, sondern auch die großen Freunde der Barfußschuhe sollen uns ja weiterhin erhalten bleiben. Und die sollen natürlich auch gute Schuhe zu einem ordentlichen Preis bekommen. Hier haben wir es, wie gesagt, mit namhaften Lieferanten zu tun, die alle, ein gewisses Maß an Qualität anbieten. Deswegen sind es auch keine Billigprodukte in dem Sinne. Das heißt, wir fangen also hier immer mit einer Preisspanne von 90 Euro an. Nach oben hin ist natürlich alles offen, aber wie gesagt, halt kein Vergleich, was man dazu dann teilweise im Erwachsenenbereich bezahlen würde. Auch hier müssen wir immer schauen, wie sind die Füße des Kindes, welche Leistenform, welcher Lieferant passt am besten. Und das machen wir hier immer mit einer schönen Anprobe vor Ort. So, für die Freunde des Barfußlaufens habe ich noch mal was Neues gesagt. Und wie gesagt, auch manche Eltern mit größeren Kindern könnten jetzt mal hellhörig geworden sein und sagen, die hören ja gar nicht bei 35 auf, da geht es ja noch weiter, aber logisch. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und sage, bis zum nächsten Mal im Schuhwidu oder in einem anderen Fachgeschäft eurer Wahl. Lasst euch beraten, es gibt so viele Möglichkeiten. Bis dahin, ciao, ciao.